Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Wie Sie sehen, mein Name ist nicht Dirk Ruppner, ich bin auch nicht Dirk Ruppner, ich bin auch nicht Markus Gräser, ich bin jetzt sozusagen ad hoc kurz eingesprungen. Mein Name ist Eva Pfanzelter, ich bin Assistenzprofessorin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und ich freue mich ganz herzlich, Sie heute hier wieder begrüßen zu dürfen. Auch im Programm hat es eine kleine Änderung gegeben, meines Erachtens jedoch auch eine sehr spannende Änderung. Wir haben Eric Burton vom selben Institut für den heutigen Vortrag gewinnen können, der sich mit einem sehr spannenden und auch aktuellen Themenkomplex befasst, nämlich der österreichischen Zeitgeschichte in einem globalen Kontext von Kolonialismus und Dekolonisierung. Bevor wir uns aber jetzt den sicherlich sehr spannenden Vortrag von Eric anhören, darf ich ihn kurz vorstellen. Eric Burton ist Assistenzprofessor für Globalgeschichte bei unserem Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck hier und hat den Schwerpunkt der verflochtenen Geschichte von Dekolonisierung, Entwicklung, Sozialismen und Bildungsmigration im 20. Jahrhundert. Studiert hat er verschiedene, oder er war, ja, an verschiedenen Universitäten während des Studiums tätig, und zwar vor allem internationale Entwicklung und Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und Dar es Salaam. Er promovierte 2018 in Geschichte. Die Dissertation wurde 2020 mit dem sehr renommierten Walter-Markov-Preis, sehr verdient mit dem Walter-Markov-Preis, ausgezeichnet, ein Preis des European Network in Universal and Global History. Sie erscheint demnächst in Diensten des afrikanischen Sozialismus, die globale Entwicklungsarbeit der beiden deutschen Staaten in Tansania 1961 bis 1990. Vielleicht Eric, kannst du uns auch schon sagen, ob das Buch in der Zwischenzeit erschienen ist? Gell? 2019 war er Gastdozent an der University of Ghana in Legon und zuvor Mitarbeiter im Projekt Socialism Goes Global an der University of Exeter, Gastforscher am Leibniz Science Campus Eastern Europe Global Area an der Universität Leipzig und Lehrbeauftragter sowie wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der Universität Wien im Projekt Entsandte Expertinnen von Entwicklungshilfe und sozialistischer Hilfe in Zeiten der Systemkonkurrenz. Ich werde jetzt nicht näher auf seine zahlreichen Publikationen eingehen. Sie können das sehr gerne im Band hier nachlesen, der ja auch Grundlage für unsere Ringvorlesung bildet, oder eben auch auf seiner Homepage. Eric, so fast ein bisschen gestottert heute, ein bisschen zu schnell gelesen. Nichtsdestotrotz, ich heiße dich herzlich willkommen hier bei unserer Ringvorlesung. Und vielleicht zuerst ein kleines Wort zu diesem Band, ob er schon heraus ist. Und dann würde ich sehr gerne das Wort an dich übergeben. Wie gehabt, liebe TeilnehmerInnen, ich schalte mich jetzt dann kurz aus und komme wieder auf dem Bildschirm zur Diskussion am Ende. Ich bitte Sie wieder, die Fragen im Chat zu stellen. Unser Mitarbeiter Alex Render wird sie wieder sammeln und zu uns hier in die Runde geben. Eric. Vielen Dank, Eva, für die freundliche Einleitung, Vorstellung. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier den Vortrag halten darf, in diesem Rahmen den Text auch diskutieren darf. Und ja, noch kurz zu dem Buch, das ist mittlerweile tatsächlich draußen und auch Open Access verfügbar, also frei runterzuladen als PDF im Dienst des afrikanischen Sozialismus. Man findet es, glaube ich, auch relativ leicht mit einer Google-Suche oder sonst über die Homepage. Wunderbar, danke schön, Eric. Ich übergebe jetzt ganz an dich. Vielen Dank. Ja, Sie sehen schon im Hintergrund auf dieser Folie eigentlich ein Quellenstück, mit dem ich den Anfang machen möchte heute. Und wie es sich gewissermaßen gehört, hier im Institut mit Tirol-Bezug. Ja, also es ist ein Fundstück, auf das ich gestoßen bin in diesem Buch von Walter Sauer, Expeditionen ins afrikanische Österreich. Und in diesem Buch gibt es auch ein Kapitel zu Tirol. Und dort wird also dieses Fundstück auch vorgestellt. Und ich gehe jetzt gleich mal auf die nächste Folie, sodass Sie es komplett sehen können. Und es gibt also in diesem Buch von Walter Sauer einen Eintrag zu Matrei in Osttirol, zum Heimatmuseum Medaria. Und genau dort ist auch diese Tafel ausgestellt, die Sie hier vor sich sehen. Und ich möchte einfach mal den Eintrag vorlesen, den Walter Sauer geschrieben hat zu diesem
zu diesem Heimatmuseum und spezifisch auch zu der Person, die hinter dieser Tafel steckt, nämlich Peter Waller, den Sie dort oben namentlich erwähnt sehen, am Projekt von Groß-Wodosch, Peter Waller. Nun also der Text von Walter Sauer. Matrei in Osttirol, eine Welthauptstadt, fast wäre es so gekommen, zumindest nach den Plänen des Sozialutopisten Peter Waller, des, Zitat, Messias von der Lobau. 1891 in Budapest geboren, machte er seine Karriere in der K&K-Armee, trat 1918 der Roten Garde bei, kämpfte aber ein Jahr später in einem rechtsradikalen Freikorps gegen die Münchner Räterepublik und kehrte 1920 nach Wien zurück. Dort schloss er sich der entstehenden Umwelt- und FKK-Bewegung in der Lobau an. Sie sehen also politisch ganz unterschiedliche Verortungen hier, aber auf jeden Fall sehr aktiv. 1926 begann er für Auswanderung in das angeblich dünn besiedelte Äthiopien zu werben. Seit dem Freilandprojekt in Kenia und den jüdischen Siedlungsplänen für Angola und Uganda tauchte die organisierte Immigration von Arbeitslosen im politischen Diskurs der Ersten Republik häufig auf. Wallers Plänen zufolge sollten sogenannte Wadania, also Pflanze, Kolonisten, zunächst im fruchtbaren ostafrikanischen Hochland eine Siedlerkolonie gründen, später auch in vormals deutschen Kolonien sowie auf anderen Kontinenten. Dieses quasi staatliche koloniale Netzwerk wollte er selbst als Groß-Wodosch leiten. 1928 war es dann soweit. Wallers Arbeitslosengruppen aus Wien und München begannen zu marschieren, vereinigten sich in Villach und wollten die italienische Grenze überschreiten. Die Behörden reagierten rasch. Einen Tag vor Abmarsch lieferten sie Peter Waller in eine psychiatrische Klinik ein. Hunderte seiner Anhänger wurden wegen Vagabondage eingesperrt. Trotz dieses Rückschlags übersiedelte Waller 1932 von Wien nach Matrei, das er zum Zentrum der Deutschen in der Welt ausbauen wollte. Und das ist eben auch das, was Sie hier sehen, auf der Tafel, ganz deutlich. Eine Perspektive, die den damaligen Bürgermeister zunächst freute. In zahlreichen Veröffentlichungen forderte Waller eine Revision des Friedensvertrags von Saint-Germain sowie die Wiedervereinigung Südtirols mit Österreich, trat für die Verlegung des österreichischen Parlaments nach Matrei ein und plante neue Emigrationen nach Paraguay und Abessinien, das heutige Äthiopien. Als nichts davon realistisch erschien, komplimentierte man ihn Ende 1932 aus Matrei hinaus. Nicht einmal das Interesse Hitlers konnte er 1938 gewinnen. Da hatte sich also nochmal bei Hitler persönlich gemeldet mit einer Idee. 1971 starb Peter Waller vereinsamt in Wien und seine Vision Wadanien ist im Museum dokumentiert. Ja, und Sie sehen das also vor sich, diese Vision grafisch auch dargestellt mit einer Karte einerseits von Matrei, das also diese Welthauptstadt dann darstellen soll für die Deutschen in der Welt und andererseits auch eine tatsächlich eine Weltkarte, wo also verschiedene Provinzen dargestellt sind. Und Sie sehen auch direkt hier eine ganze Reihe weitere transnationale Verweise, könnte man sagen, dass also zuvor diese Zentrale dieser Bewegung in der Tschechoslowakei war, in der CSR, und erst nach Matrei verlegt wurde. Sie sehen links auch einen Bezug auf das Urwaldecho, was also das Printorgan war, die Zeitung, die von dieser Bewegung herausgegeben wurde, natürlich von Waller selbst. Und Sie sehen also hier eine sehr, sehr schöne Verortung von lokal und global über diese Figur des Kolonialen auch. Ja. Was sagt uns dieses Stück eigentlich und wie kann es das jetzt einen Einstieg bieten in dieses größere Thema von österreichischer Geschichte in Richtung Kolonialismus und Dekolonisierung? Es gibt eine Reihe von Ebenen, die sehr, sehr interessant sind. Die eine ist, dass hier also bei Peter Wallers Projekt sehr, sehr deutlich wird, wie interne Ebenen und externe Ebenen hier miteinander verknüpft sind. Also interne Sozialutopien mit Bezug auf das Lindern der Arbeitslosigkeit, der wirtschaftlichen Krise, der sozialen Krise in Österreich mit dieser nach außen gerichteten Kolonialutopie, mit Emigrationsprojekten und ja auch mit gewissen herrschaftlichen Ansprüchen. Wobei, wenn man sich die Texte anschaut, ist es auch recht interessant, wie das dann manchmal artikuliert wird, diese Herrschaftsansprüche. Es ist auch sehr, sehr spannend, dass er diese eigentlich sehr periphere Stadt Matrei jetzt zu einem Zentrum umdeutet
Und es ist auch sehr, sehr spannend, dass eigentlich diese Bewegung einerseits sehr transnational ist, auch in seiner Tätigkeit ist Waller ja durchaus so eine Figur über Grenzen hinweg, gleichzeitig aber natürlich auch ganz, ganz klar deutsch-national orientiert. Und alles ist also in diesen Begriffen auch formuliert von diesem Kolonialprojekt her. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass das meiste davon in Österreich stattfindet. Nur es ist so, als Begriff spielt der Österreich gar keine Rolle. Ja. Trotzdem denke ich, dass diese Quelle also uns einen guten Punkt bietet, gerade weil eben der Bezug auf Kolonialgeschichte auch hilft, ja, Österreich zu dezentrieren sozusagen, aber gleichzeitig auch Österreich einzuschreiben in eine Globalgeschichte und andersherum die Globalgeschichte in die österreichische Geschichte einzuschreiben. Sprich, in beide Richtungen ein produktives Vorgehen. Und ich hoffe, dass ich jetzt im Laufe der Vorlesung noch weitere Beispiele geben kann, wo das deutlich wird, was also dieser Ansatz bringen kann, was er auch für neue Perspektiven ermöglicht. Und ich möchte eigentlich so vorgehen, wie das auch in dem Beitrag weitgehend gemacht wird, der in diesem Sammelband enthalten ist. Ich möchte also erst verschiedene Ansätze vorstellen, also wo ich versucht habe, verschiedene Literaturströmungen zu identifizieren, die sich eben mit Österreich einerseits und Kolonialismus, Dekolonisierung, Postkolonialismus auseinandersetzen und dann im zweiten Teil noch auf ein paar konkrete Themenfelder eingehen, etwas fokussierter auf bestimmte Zeiträume dann und bestimmte Fragestellungen, spezifische. Gut, dann komme ich also schon zu den Ansätzen und möchte, statt jetzt gleich mit diesen Ansätzen mit Bezug auf Österreich einzusteigen, erstmal kurz die Frage stellen, was haben jetzt eigentlich so Postkolonialismus und Zeitgeschichte miteinander zu tun? Das sind ja auch zwei Felder, die jetzt noch nicht so direkt eng miteinander verflochten sind. Und da greife ich zurück auf einen Beitrag, der Beitrag ist erschienen, nachdem ich diesen Text geschrieben habe. Das ist also ein Zeitschriftartikel von Andreas Eckert, Afrika-Historiker. Und der hat sich auch die Frage gestellt, was bedeutet das jetzt eigentlich, Zeitgeschichte auf postkoloniale Art und Weise zu machen, zu betreiben? Und was sind eigentlich auch Probleme bisher bei der Zeitgeschichte? Und ich lese mal einen Absatz vor aus seinem Text. Und zwar schreibt er dort, dass HistorikerInnen, die sich in Deutschland Themen der jüngeren lateinamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Geschichte annehmen, wird selten dem Bereich der Zeitgeschichte zugeordnet, sondern meist in die Historiografie ihrer jeweiligen Weltregionen eingruppiert. Das heißt, eher dann in die arealwissenschaftlichen Bereiche, dann gibt es halt eben die Geschichte Asiens, Geschichte Chinas, Geschichte Afrikas, die stehen dann für sich und werden also nicht als integraler Teil der Zeitgeschichte wahrgenommen. Die Wahrnehmung und Einordnung dieser Studien, ihrer methodischen und theoretischen Angebote, ebenso wie ihrer thematischen Schwerpunkte als Zeitgeschichte, könnten neue Horizonte öffnen und den eigenen Blickwinkel darauf, was denn eigentlich Zeitgeschichte ausmacht, zu entprovinzialisieren helfen. Wer etwa gängige Einführungen in die Zeitgeschichte zur Hand nimmt, wird wenig Hinweise auf Entwicklungen jenseits des europäischen und nordatlantischen Raumes finden. Das heißt, es ist eigentlich eine Eurozentrismuskritik, die Eckert hier vornimmt, wo er mehr oder weniger sagt, dass eben die Zeitgeschichte sich inhaltlich größtenteils eben mit der europäischen, nordatlantischen Geschichte auseinandersetzt und andere Räume sehr wenig Beachtung finden. Er nutzt das dann eben als Startpunkt, um da aufzurufen, eben außereuropäische Weltregionen auch stärker einzuschreiben jetzt in die Zeitgeschichte und auch thematisch zum Beispiel diese Frage von Rassismus ganz zentral zu setzen, gerade aufgrund der nach wie vor großen Präsenz von Rassismus und ihn so auch zu entnormalisieren. Weiteres Anliegen, das er vorbringt in diesem Text, ist also das Aufbrechen von binärem Denken mit Bezug auf Staaten, Regionen, die etwas mit Kolonialismus zu tun haben einerseits und andere, die damit nichts zu tun hätten, andererseits. Zu diesem Punkt komme ich gleich auf der nächsten Folie nochmal zurück. Was mir in dem Text auch aufgefallen ist, dass dieser tatsächlich sehr, sehr stark sich wirklich auseinandersetzt mit Deutschland und da spezifisch auch eigentlich die DDR ausklammert, wobei da eben sehr, sehr viel noch spezifisch zu nennen wäre und auch die Schweiz und Österreich nicht diskutiert
werden. Also die kommt tatsächlich gar nicht vor in dem Text. Und mir kommt vor, dass das auch sehr, sehr viel Potenzial gibt für Dialoge, für Vergleiche auch, für das Aufspüren von Verflechtungen. Es wäre also sicher mal interessant, da auch so dieses Postkoloniale stärker über die Grenzen hinweg zu denken. Und wie wir vielleicht sehen werden und auch schon etwas bei dem Beispiel von Peter Waller gerade gesehen haben, ist das von österreichischer Perspektive gewissermaßen eh schon häufig notwendig, weil es einfach in der Empirie ganz, ganz klar wird, auch diese Verflechtung mit anderen Räumen. Jetzt aber nochmal zum weiteren Punkt, das Aufbrechen von binären Denken. Hier berufe ich mich jetzt auf ein Kapitel aus der Monographie von Paula Pfose, Bilder der Dekolonisation, die sich dort also auch in der Einleitung auseinandersetzt mit der Frage von österreichischer Zeitgeschichte einerseits und Kolonialismus andererseits. Und sie greift da zurück wiederum auf Stuart Hall, eine wichtige Figur in den Cultural Studies und ja, sehr, sehr zentrale Figur auch für die Postcolonial Studies. Und dort bringt sie eben die These vor, ja, erstens, dass also Kolonisierung, Dekolonisierung grundlegend als global anzusehen sind. Ja, also Kolonialismus war eine globale Konstellation oder Kolonialität ist es bis heute. Und dementsprechend sind auch diese Prozesse von Kolonisierung und Dekolonisierung grundlegend Transformationen auf globaler Ebene, die also alle Gesellschaften, alle Staaten irgendwie betreffen auch. Das heißt, es macht also auch keinen Sinn, jetzt so von einem binären Schema postkoloniale versus nicht postkoloniale Länder zu sprechen. Und in Anlehnung an Stuart Hall schreibt sie also, dass Länder auf ganz spezifische Weise auch postkolonial sind. Und das Wichtige ist also herauszufinden, wie das in den einzelnen Staaten aussieht. Jedenfalls wäre es also notwendig und zielführend, auch diese Staaten einzubeziehen, die jetzt nicht zu den klassischen Kolonialmetropolen gehören, wie Großbritannien oder Frankreich, sondern gerade auch jene Staaten, wo es landläufig heißt, die haben eigentlich keine Kolonialvergangenheit, wie auch für Österreich lange Zeit argumentiert worden ist. Und mittlerweile gibt es in der Forschung einen sehr, sehr breiten Diskurs in Anlehnung an eine Konferenz letztes Jahr in München, könnte man also sagen, dass sich das so unter einer Strömung von Imperialism from the Margins subsumieren lässt. Also eine ganze Reihe von Forschungen, die sich auseinandersetzen mit Ländern, die landläufig als nicht kolonial gelten, aber trotzdem, wie dann diese Forschung zeigen, in koloniale Beziehungen mit diesen verflochten waren. So spricht zum Beispiel Ulla Vuorela von einer Colonial Complicity bei den skandinavischen Ländern oder für die Schweiz gibt es auch eine Reihe von Arbeiten. Dort kann man da etwa lesen vom Kolonialismus ohne Kolonien der Schweiz oder von einem Sekundärimperialismus. Das heißt, die Schweiz selbst hatte keine Kolonien im Sinne territorialer Herrschaft, aber war durch Handel, durch Finanzströme etc. Am Sklavenhandel, an Sklaverei, am Kolonialismus beteiligt und auch über viele andere Kanäle. Das heißt, der analytische Blick geht über diese Frage territorialer Herrschaft hinaus und nimmt also ja, Wirtschaft, Kultur, soziale Ebenen auch dann in die Analyse mit herein. Und das ist dann eben auch für die österreichischen Strömungen der Fall. Und da habe ich also versucht, drei Strömungen zu unterscheiden. Und ich beginne jetzt mal mit der ersten, die von den dreien, die ich jetzt vorstelle, wahrscheinlich die am längsten existierende ist. Und das ist also die Forschung, wo es um Überseebeziehungen zwischen Österreich oder auch der Habsburger Monarchie weitergesehen geht und auch Kolonialprojekte bis 1918 vor allem. Und auch dort wird dann diese Formel vom Kolonialismus ohne Kolonien angewendet. Das heißt, es gab vielerlei Formen von kolonialen Beziehungen, auch wenn die sich nicht in territorialer Herrschaft niedergeschlagen haben, was ja im Falle Österreichs tatsächlich eben nur minimal für wenige Jahre in Cabo Delgado, Mosambik zum Beispiel der Fall war. Aber sonst gab es eben wirklich jetzt gerade in Übersee keine österreichischen Kolonien. Was sind dann konkrete Gegenstände diesen Forschungen? Das sind dann also diese Visionen eigentlich, Kolonisierungsvisionen, Debatten darüber, auch die Frage, welche Koloniallobbys gab es jetzt eigentlich, welche Gruppen haben das
haben versucht, dann solche Kolonisierungsvorhaben umzusetzen, auch die politische Elite in diese Richtung weiter zu drängen. Das ist also ein wichtiger Fokus. Sie sehen zum Beispiel rechts das Cover vom Buch von Simon Leudel, Europa ist zu enge geworden, Kolonialpropaganda in Österreich-Ungarn, 1885 bis 1918. Das ist also da der zentrale Untersuchungsgegenstand. Wer sind diese Gruppen, die sich jetzt eigentlich für den Erwerb von Kolonien einsetzen in diesem Zeitraum? Dann gibt es die Fragen von Handelsbeziehungen. Auch dort ist dann nachgewiesen worden, dass also auch die Habsburger Monarchie beteiligt war, dann solche ungleichen Handelsverträge durchzusetzen, zum Teil auch mit Kanonenbootdiplomatie, also wirklich auch die eigene Flotte eingesetzt hat, um dann eben privilegierten Zugang zu Märkten zu erhalten, zu Ressourcen zu erhalten. Das ist also eine wirtschaftshistorische Fragestellung, die aber natürlich ganz, ganz eng auch mit der Frage von politischen Machtbeziehungen verknüpft ist. Und in ähnlicher Art und Weise lässt sich dann also auch eine Teilnahme an so einem breiteren europäischen kollektiven Imperialismus nachweisen. Das ist zum Teil auch wiederum militärisch. So war auch die Marine ist auch angereist zur Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes in China 1900 etwa, zusammen mit anderen europäischen Mächten. Aber das lässt sich auch nachweisen an Einzelpersonen. Zu einem konkreten Beispiel komme ich gleich nochmal. Weiterhin gibt es eine Reihe von Forschungen zu Themen wie wahren Rassismus, also die exotistische, rassistische Darstellung von Menschen in Bezug auf Kolonialwaren gerade, aber nicht nur. Auch etwas, was sich bis in die Gegenwart zieht, oder die Präsenz von Völkerschauen in Österreich. Und da gibt es natürlich auch eine breite Literatur zu diesen Völkerschauen in anderen Staaten. Es gibt auch mittlerweile ein bisschen was zu österreichischen Söldnern in Kolonialarmeen, aber da denke ich, ist noch viel, gibt es auch noch viel Forschungsbedarf. Und auch die Wissenschaft ist Gegenstand geworden von diesen Forschungen, wo also aufgezeigt wurde, wie auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus Österreich beteiligt waren an kolonialen Verhältnissen, indem sie also Entdeckungsreisen in Anführungsstrichen durchgeführt haben, mit der Wissensproduktion beigetragen haben, eben Kolonisierungsversuche umzusetzen und sich dort also sehr, sehr klar dann auch Verbindungen von Wissensproduktion und Herrschaftsverhältnissen aufzeigen lassen. Und ein Beispiel dafür wäre der Wiener Geograf Oskar Baumann, nachdem bis heute die Baumannstraße im dritten Bezirk Wien-Landstraße benannt ist. Er ist nicht sehr alt geworden, nur 33 Jahre. War dann auch am Ende seines Lebens Honorarkonsul für die K&K-Doppelmonarchie auf Sansibar. Bei ihm sieht man eigentlich sehr, sehr deutlich, wie seine Expeditionen in verschiedenen afrikanischen Ländern direkt dazu beigetragen haben, auch dann unter anderem die deutsche koloniale Herrschaft durchzusetzen. Also er hat eben Reisen durchgeführt und dann auch mit dem Wissen, das er dann erlangt hat während dieser Reisen, damit dann auch geholfen, konkret Gesellschaften dort zu unterwerfen. Es finden sich auch von ihm Schriften, wo er also die Habsburger Monarchie dazu aufruft, stärker teilzunehmen, selbst, wenn nicht politisch, dann doch zumindest mit Firmen, dass es dort also viele Möglichkeiten gäbe, Profit zu schlagen, jetzt aus dem bereits bestehenden Imperialismus. Es gibt mittlerweile, es ist letztes Jahr erschienen, einen kritischen Beitrag wiederum von Walter Sauer zu Oskar Baumann. Was ich sehr interessant finde, ist, dass er da also auch ein paar Stimmen eingebaut hat von Personen, die sich also bis heute über die Tradierung, über Oral History erinnern an Baumann und eine seiner Karawanen. Und auch das möchte ich kurz mal vorlesen. Zuerst der Einleitungstext von Walter Sauer zu einer dieser Expeditionen. Seine aus etwa 200 Trägern und Soldaten bestehenden Karawanen führte er in großem Tempo und im Einklang mit seinen Erfahrungen im Kongo unter hoher Gewaltanwendung gegen die lokale Bevölkerung. Oraltraditionen, die in den 1960ern in Ruanda und Burundi gesammelt wurden, sprechen von Massakern der Soldaten Baumanns im Fall von Widerstand.
Zitat, und das ist jetzt aus einem Beitrag von Jean-Pierre Chrétien: Er hat die Menschen da unten in Busambo ausgerottet. Als der Schwiegersohn von Gisabu ihm den Weg versperren wollte, um ihn umzubringen, da brachte er ihn zu Fall und zielte mit dem Revolver auf seine Stirn, auf den Tau Rishira. Er kam aus dem Berisi. Er hat zuerst die Menschen in Berisi um Buhiga niedergemetzelt. Er setzte seinen Weg fort. Als die Leute zu Hilfe eilten, brachte er auch den Tau Rishira um. Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass Oskar Baumann eine von den Personen ist, die auch Sammlung des Weltmuseums mit zu verantworten haben. Also viele Objekte im Weltmuseum gehen auch seine Tätigkeiten zurück. Wenn Sie sich mehr dafür interessieren, dann es gibt einiges an Literatur. Sie sehen hier zwei Hinweise. Und interessant finde ich auch, was es da mal für eine künstlerische Intervention gab. Also Sie sehen links eine Bauerngedenktafel in der Baumanngasse, so wie sie 1912 zu sehen war, also auch in einer klar rassistisch grundierten Darstellung. Diese wurde 1938 zerstört, weil Baumann auch jüdische Vorfahren hatte. Das heißt, er war dann unter der NS-Herrschaft also keine Person mehr, die dann da öffentlich gehuldigt werden sollte. Aber diese Gedenktafel blieb trotzdem bestehen. Und 2013 gab es eine künstlerische Aktion bei dieser Tafel, wo dann also die damalige Lebensgefährtin von Baumann, als er auf Sansibar gelebt hat, dort also angebracht wurde, um sie also sichtbar zu machen in dieser Geschichte, auch weil sie vorher eben da nie erwähnt wurde. Und von diesem konkreten Beispiel ausgehend zu der ersten Literaturströmung, wo es also um Überseekolonialismus geht, komme ich jetzt zur zweiten Strömung. Und da ist der Blick gerichtet auf Europa, aber auch die Hierarchien innerhalb dieser intereuropäischen Beziehungen. Das heißt, es ist eine Literaturströmung, die sich mit dem K&K Binnenkolonialismus auseinandersetzt. Ein Begriff, der also zum Teil verwendet wird in anderen Forschungen nicht. Und diese Forschung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie also oft kulturwissenschaftlich angelegt ist. Da finden sich dann also unter anderem zum Beispiel Germanisten, aber natürlich auch Osteuropa-HistorikerInnen. Also besonders spannend fand ich den Band, den ich noch nicht in meinen Beitrag eingebaut habe, jetzt von Clemens Rothmann und Tamara Scheer. Sie sehen das Cover hier zu Bosnien-Herzegowina. Und im Beitrag habe ich jetzt diese Strömung noch stärker so charakterisiert, dass es wirklich vor allem um Diskurse geht, stark um orientalistische Darstellungsweisen, dass die eben herausgefiltert werden, wie dort eine Zivilisierungsmission in Bezug auf Bosnien-Herzegowina etwa konstruiert wird von Seiten österreichischer Eliten. Aber jetzt nochmal nach Durchschauen dieses Bandes würde ich das ein bisschen anders einschätzen und sehe also, dass da durchaus auch in der Literatur es darüber hinaus auch klare Analysen gibt eben zu ökonomischen Beziehungen dann zur kolonialen Landnahme auch und zur Gewaltförmigkeit auch der Annexion, gerade Bosnien-Herzegowinas wieder. Und trotzdem, selbst in diesem Band, wo also auch ganz klar steht, also sehen den Untertitel der ganz kleinen Annäherungen an eine Kolonie, trotzdem gibt es mal so eine gewisse Distanzierung dann eigentlich von diesem Begriff wieder. Dann steht dort eben also Quasi-Kolonie oder Ersatzkolonie. Ersatzkolonie geht darauf zurück, dass 1871 also von außenpolitischer Seite in Wien gesagt wurde, ganz klar, wir interessieren uns nicht für Kolonien in Afrika, wir machen da jetzt nicht mit, sondern unser Raum liegt da eben in Südosteuropa am Balkan, das ist das, wofür wir uns interessieren und deshalb also dieser Begriff auch Ersatzkolonie oder Proximate Colony, also so annäherungsweise eine Kolonie. Das sind verschiedene begriffliche Lösungen, die da in diesem Sammelband dann angewendet werden. Und das Ganze stellt natürlich schon sehr, sehr stark auch ein Gegennarrativ dar zur Darstellung vom Habsburger Reich als eine Art gutes Imperium, ja, also so wie das tatsächlich auch von der Habsburger Seite selbst auch gemacht wurde, eben in Abgrenzung dann zu Kolonialverbrechen der Belgier im Kongo oder der Deutschen in Namibia, dann der Verweis auf das eigene Imperium, wo also die Völker, die Nationalitäten so friedlich
leben konnten. Und in dieser Literatur wird also jetzt ein Gegennarrativ ganz klar sichtbar. Und da werden also auch viele Hierarchien herausgearbeitet. Interessant ist dann auch der Blick, was passiert dann eigentlich mit dem Zerfall des Habsburger Reiches und wie werden dann dort Maßnahmen gesetzt von politischer Seite auch, um sich eben abzugrenzen. Und da gibt es etwa einen Beitrag von Robert Luft, der sich also mit der Tschechoslowakei auseinandersetzt. Und er sagt also, dass diese Maßnahmen zur Entösterreicherung oder der Kustiani, dass es sich dabei nicht um eine wirkliche Dekolonisierung handelt, sondern eigentlich um eine Pseudo-Dekolonisierung und um einen Dekolonialisierungsmythos. Das heißt, Luft übernimmt hier nicht einfach diese Terminologie, sondern betrachtet das Ganze durchaus kritisch, mit kritischer Distanz, ohne das jetzt einfach so zu übertragen. Und ich fand es jetzt interessant, nochmal einen genaueren Blick zu werfen eigentlich auf diesen Punkt der Entösterreicherung, wie der dann auch von tschechoslowakischer Seite dargestellt wurde. Und ich bin da gestoßen auf ein Zitat aus einem Interview mit dem damaligen Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomáš Masaryk, von 1928, und wie er also auf diesen Prozess der Entösterreicherung dann auch beschrieben hat. Und was hier jetzt interessant ist, ist auch wieder, Sie finden so Spuren von so einem Rassendenken eigentlich, oder ja, zumindest viel mit Bezug dann auf diese Disziplin der Phrenologie, wo aber anscheinend sich dann die Tschechoslowakei auf oben verorten kann, ja, also nicht rassistisch abgewertet, aber gleichzeitig gibt es auch durchaus dann Parallelen zu anderen postkolonialen Staaten dieser Frage des Aufbauens einer eigenen politischen Identität nach dem Zerfall des Imperiums. Ich werde es mal kurz vorlesen. Ich finde bei deutschen Anthropologen Indizes von Schädeln und Gehirnen, die uns unter die ersten Nationen einreihen. Wir sind begabt, das ist wahr, sind aber etwas unbeständig, nicht besonnen genug und politisch sozusagen grün. Die politische Unerfahrenheit ist ein Nährboden der Demagogie, daher auch die Nachäffung fremder politischer Ismen. Und jetzt kommt der stärkere Bezug direkt auf Österreich. Wir haben uns in Österreich an die Verneinung des Staates gewöhnt. Das war eine Folge der Knechtschaft. Ich habe gewusst, dass unterdrückte, unfreie, durch Knechtschaft deformierte Menschen nicht leicht und nicht im Handumdrehen auch geistig frei werden. Sie werden sich nicht bewusst, dass das der Zustand des alten Österreichertums ist. Sich entösterreichern, das bedeutet den Sinn für Staat und Staatlichkeit, für die demokratische Staatlichkeit gewinnen. Das müssen wir nicht allein von der Bürokratie und der Armee fordern, sondern von der ganzen Bevölkerung. Sprich, die ganze Bevölkerung soll daran teilnehmen, an diesem Entösterreichern. Und dieser Diskurs bezieht sich eigentlich auch sehr, sehr stark auf die Entflechtung von Staat und Kirche. Ja, also das Entflechten von Katholizismus einerseits und staatlicher, demokratischer Staatlichkeit andererseits. Und Sie sehen hier also sehr, sehr viele Elemente, die miteinander zusammenhängen, die auch in postkolonialen Diskussionen eine große Rolle spielen. Ja, was sind jetzt aber vielleicht auch Implikationen und Fallstricke eines Fokus auf Binnenkolonialismus in der Habsburger Monarchie, also innerhalb Europas? Das eine ist also, dass dieses Denken von Kontinentalreichen, also ohne jetzt über diese Salzwassergrenze hinweg, dass das gegen dieses übliche Verständnis von Kolonialismus geht, ja, wo also entweder explizit oder implizit gesagt wird, es ist eigentlich ein Überseephänomen, diese Konstellation des Kolonialismus. Und die Frage ist dann auch, ob eben der Zerfall von Imperien in Europa dann auch als Dekolonisierung gewertet werden kann. Und ein Fallstrick dabei, eine Schwierigkeit ist auf jeden Fall, was dann passieren kann, ist, dass eine Gleichsetzung geschieht verschiedener Erfahrungen in Imperialismus. Und Clemens Rudner weist etwa darauf hin, in der Einleitung zu dem bereits erwähnten Band, dass es also durchaus eine Skala kolonialer Gewalt gibt. An der Spitze dieser kolonialen Skala sieht er den Kongo, die belgische Herrschaft im Kongo, während also in Bosnien-Herzegowina durchaus vor allem nur Soft-Power-Methoden dann angewendet wurden. Das heißt, es ist durchaus immer noch spezifisch zu betrachten, wie hat dort jetzt Rassifizierung stattgefunden, was war der Grad der Exklusion, auch der dort angewendet wurde. Es darf also nicht dazu führen, dass dann
ja, Dekolonisierung quasi nur noch auch in so einem, auch so, so kleinräumig gedacht wird und die größere globale Perspektive dabei außer Acht gelassen wird. Und damit komme ich zum dritten Ansatz. Das ist eine Literaturströmung, die sich also sehr stark mit Rassismus in langfristiger Perspektive auseinandersetzt, einerseits aber auch den Fokus darauf legt, was es für Widerstandsformen und Selbstermächtigungsstrategien gegeben hat. Diese Literatur hat eine Reihe von Bezugspunkten. Konkret in Österreich ist es also auch Rassismus und Polizeigewalt, unter anderem die Tötung von Markus Obofoma durch Polizeibeamte und die Operation Spring im Jahr 1999, die also mit einer weitgehenden Kriminalisierung der afrikanischen Diaspora einhergegangen ist, in Hinsicht auf die literarischen Wurzeln ist die afrodeutsche feministische Literatur sehr, sehr wichtig. Und was auch ein Anknüpfungspunkt ist, ist die Testimonialliteratur. Das heißt, in diesen Werken finden sich zum Teil auch Reflexionen über eigene Erfahrungen, was also bei den ersten beiden Strömungen nicht der Fall ist. Und auch die Überschrift dieses Teilkapitels, die Sie auch hier auf der Folie sehen, Missanet in Amerika, bezieht sich also auch auf so einen Testimonial-Teil, wo Arabella Evelyn Johnston Arthur also davon schreibt, wie sie einen Verein registrieren wollte, Pamoja, einen panafrikanischen Verein, und ihr dann zu verstehen gegeben wurde vom österreichischen Beamten, dass also es gar keine afrikanische Diaspora in Österreich gäbe. Dass da nur eine Sache in den USA, in Österreich existiere so etwas aber gar nicht. Und dementsprechend lässt sich dann auch verstehen, dass also in dieser Literatur ein Anspruch ist, jetzt die schwarze Geschichte einzuschreiben in die österreichische Geschichte, um überhaupt auch diese Präsenz auch dann abbilden zu können. Es hat dann auch durch einen ganz starken emanzipatorischen Anspruch und richtet sich gegen das, was Johnston Arthur auch als kollektive Amnesie bezeichnet. Und mit diesem Anspruch ist dann auch klar, dass es nicht nur darum gehen kann, jetzt Bücher zu produzieren, die dann von 200 Leuten nur gelesen werden, sondern es gibt eben auch künstlerische Interventionen, Ausstellungsprojekte, die also sich dann an ein breiteres Publikum richten. Und hier findet sich stärker als bei den anderen beiden Strömungen, also dieser Versuch, an der Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst und Aktivismus zu arbeiten und also auf mehreren Ebenen zu intervenieren und so auch gegen Rassismus in der Gegenwart zu arbeiten. Sie sehen hier ein paar Beispiele, einerseits ein Vortrag von Johnston Arthur sowie Cover oder die Website von Ausstellungen der letzten Jahre. Ja, und dann, ich sehe, die Zeit läuft auch davon, komme ich zu einem kurzen Zwischenfazit zu diesen Ansätzen. Also die Ansätze teilen auf jeden Fall die Ansicht, dass es in Österreich also durchaus eine koloniale und imperiale und damit auch postkoloniale, postimperiale Geschichte gibt und dass diese auch bis heute nachwirkt in vielerlei Formen vielleicht auch. Und gleichzeitig kann man aber auch konstatieren, dass also diese Themen Kolonialismus und Dekolonisierung jetzt in der österreichischen Zeitgeschichte noch nicht allzu viel Beachtung gefunden haben, aber dass das Interesse durchaus zunimmt. Und eine Frage ist dabei, denke ich schon, wie es dann mit zentralen bestehenden Feldern gelingen wird, dann auch die Artikulation zu finden oder inwiefern das dann eine eigene Strömung sein wird. Sichtbar ist auch, dass zunehmend so klassische Grenzen jetzt überschritten werden, also die Grenze 1918, dann 1919, eben dieses Denken auch in einer neuen Periodisierung, auch das findet sich bei Andreas Eckert etwa in dem Beitrag, also eher von einer Zeitgeschichte auszugehen, die dann ein langes 20. Jahrhundert als Untersuchungszeitraum betrachtet, sprich zurückgehen bis etwa in die 1880er Jahre. Gleichzeitig zeigt sich also auch immer wieder ein Ausbrechen aus dieser nationalstaatlichen Kategorie Österreich, weil es einfach empirisch häufig auch notwendig ist,
und auch eine Einbettung in größere Themenkomplexe eben von Imperialismus, Wirtschaftsbeziehungen lässt sich konstatieren bei diesen Strömungen. Und damit komme ich jetzt zu den konkreten Themenfeldern und beginne gleich mit der Nummer 1, Kolonialismus, Antikolonialismus der Zwischenkriegszeit. Der Kontext dabei ist, dass Österreich ja in den 1920er Jahren eigentlich ein sehr krisengebeuteltes Land ist, hoch verschuldet, sozial absolut prekär und auch zum Objekt internationaler Interventionen wird. Sprich, der Völkerbund etwa hat dann die Aufsicht über die Finanzpolitik. Und das sind eigentlich auch dann Beziehungsmodi, die wir heutzutage stärker eigentlich eben mit dem globalen Süden assoziieren, ne? Also Weltbank und Staat im globalen Süden, Verschuldung, Expertise von außen etc. Gewisse Auslagerung auch der Souveränität, Unterwanderung der Souveränität dieser eigentlich gerade unabhängig gewordenen Staaten. Und insofern ist Österreich eigentlich zu dieser Zeit von einem Zentrum noch als Habsburg, als Teil Habsburgs dann zu einer Peripherie auch geworden oder zumindest mit dieser Gefahr einer Peripheralisierung dort anheimzufallen. Und teils auch aus dieser Bedrohung heraus lässt sich dann auch erklären, dass also so imperialistische Visionen und auch eine gewisse Kolonialkultur fortbestehen, also in Österreich dann auch wieder als zentral zu postulieren. Ein konkreter Aspekt, der sich aufzeigen lässt, ist natürlich auch die Präsenz vom deutschen Kolonialrevisionismus. Auch Deutschland hat ja als Kriegsverlierer die eigenen Kolonien dann abgeben müssen. Da finden sich also viele Echos. Hier aus dem Stadtarchiv Innsbruck ein Beispiel für Vorträge an drei aufeinanderfolgenden Tagen an der Universität Innsbruck. Also das ist ein Vortrag, wo es also darum ging, diese deutsche Kolonialpräsenz wieder in Erinnerung zu rufen und auch eine mögliche Rückgabe der Kolonien zu fordern. Und ein klassisches Projekt in diesem Sinne, auch einer Rekonfiguration von imperialen Ansprüchen, ist auch das Pan-Europa-Projekt. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht die Zeit, das alles ausführlich zu machen hier, so wie ich das wollte. Jedenfalls sehen Sie hier ein Zitat aus der Zeitschrift Pan-Europa. Und der erste Teil zeigt also klar diese paternalistische Rolle, Rollenzuschreibung Europa einerseits, Afrika andererseits. Und das Ganze wird also dargestellt als Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht, aber natürlich ganz klar hierarchisch strukturiert ist. Und das wird dann vor allem im zweiten Teil deutlicher. Oben ist also das, was dann auch später noch eigentlich unter entwicklungspolitischen Vorzeichen manchmal so formuliert wird. Und ich lese jetzt mal das vor, was dann unten noch kommt, wo dann deutlicher wird, was damit auch für politische Ordnungsvorstellungen verbunden sind. Und zwar schreibt der Autor, ich komme gleich dazu, wer es ist, Europa muss verhindern, dass schwarze Arbeiter und Soldaten in größerer Zahl nach Europa einwandern. Es muss klar unterscheiden zwischen dem Rassenproblem in Europa, in Nordafrika und in Zentralafrika. Seine Beziehung zum schwarzen Afrika kann in den kommenden Jahrzehnten nicht auf Gleichberechtigung aufgebaut sein, sondern auf Herrschaft, Erziehung und Führung. Diese Forderung, die dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts widerspricht, entspricht der Tatsache der Ungleichheit der Menschenrassen. Sprich, also politische Selbstbestimmung für afrikanische Gesellschaften wird hier nicht als Option angesehen, in diesem Verbund dann zwischen Afrika und Europa. Und der Autor von diesem Text ist Richard Coudenhove-Kalergi, also auch die wichtigste Figur in dieser Pan-Europa-Bewegung, der Gründer des Ganzen. Der Text ist von 1929 und in seiner Pan-Europa-Idee, Sie sehen rechts die Karte, die auch dieser Ausgabe beigelegt war, ist also Afrika integraler Teil von Europa. Pan-Europa geht von Lappland bis nach Angola und sogar Südostasien sind sie dort schwarz eingezeichnet. Das heißt, Europa ist also mehr als jetzt nur das, was wir heute darunter verstehen würden, sondern Kolonialismus ist integraler Teil dieses paneuropäischen Einigungsprojektes.
Das hat sich natürlich in erster Linie gerichtet gegen den Nationalismus in der Zwischenkriegszeit. Wurde von Coudenhove, Kalergi selbst als Friedensprojekt auch dargestellt, um eben künftige Kriege zu verhindern. Aber dabei wurden eben Kolonien als Verhandlungsmasse betrachtet, quasi um Konflikte zwischen europäischen Staaten zu vermeiden. Und Coudenhove Kalergi hat dann also auch deutsche und italienische Kolonialansprüche als gerechtfertigt betrachtet und hat auch Italien dann unterstützt mit seiner publizistischen Tätigkeit, als Italien dann 1935 in Äthiopien eingefallen ist. Gut, und das in der deutschsprachigen Literatur zu Coudenhove Kalergi ist also diese Dimension über Europa hinaus noch sehr wenig beachtet worden. Das wäre jetzt ein Beispiel vom Haus der Geschichte Österreichs und diese kurze Darstellung von Anita Ziegerhofer. Und Anita Ziegerhofer ist auch diejenige, die so das Standardwerk zu Coudenhove Kalergi verfasst hat, eine sehr, sehr gründlich recherchierte Biografie. Und auch dort finden sich eigentlich recht wenige Bemerkungen dann zu diesem Thema des Kolonialismus in und die Rolle, die das also gespielt hat, auch im paneuropäischen Denken. Und gleichzeitig ist aber dieses paneuropäische Denken durchaus sehr einflussreich gewesen, wenn man bedenkt, dass Coudenhove Kalergi also bestens vernetzt war und zu den Anhängern dieser Bewegung zeitweise dann auch Albert Einstein gehörte. Winston Churchill hat sich auf die Ideen bezogen und eine ganze Reihe von anderen bekannten Namen, auch in Österreich, in der Sozialdemokratie etwa und auch im konservativen Spektrum. Also er hat auch viel, war sehr erfolgreich darin, diese Ideen auch breit an den Mann, an die Frau zu bringen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch antikoloniale Diskurse, die sich also gegen eine Fortsetzung europäischer Herrschaft und weißer Herrschaft richten. Die sind bisher, man könnte sagen, die sind deutlich geringer gewesen, aber gleichzeitig, denke ich, gibt es auch noch sehr viel Forschungsbedarf. Das lassen sich also für einzelne Verbindungen aufzeigen. Es gibt gerade ein spannendes Dissertationsprojekt von Omar Nasr, der zu muslimischen Organisationen in der Zwischenkriegszeit auch arbeitet und dort also auch ganz klar antikoloniale Positionen ortet. Für mich eine offene Frage ist noch, inwiefern auch die Bezugnahme auf Imperialismus, Kolonialismus im Ostmarxismus eine wichtige Rolle spielt. Da kenne ich eigentlich noch keine Literatur, die sich systematisch damit auseinandergesetzt hätte. Vielleicht habe ich es übersehen, ich freue mich dann über Hinweise. Und auch hier nochmal ein konkretes Beispiel für dann Netzwerke, die dann, oder zumindest Berührungspunkte, die man genau untersuchen könnte. Und zwar Clemens Kadalie, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der südafrikanischen Gewerkschaftsgeschichte. Der hat zunehmend begonnen, in den 1920er Jahren dann auch internationale Verbindungen zu knüpfen, um eben die Interessen der südafrikanischen Arbeiterschaft durchzusetzen, vor allem eben der schwarzen Arbeiterschaft. Und er hat in seiner Autobiografie auch geschrieben über seinen Aufenthalt in Österreich. Und dieser Aufenthalt begann in Innsbruck. Und da bin ich also auch auf der Suche nach weiteren Materialien, um also aufzuspüren, worum es dann ging, wer auch die österreichischen Kontakte dann konkret waren, was die auch für Interessen hatten, eigentlich diesen Aufenthalt mit zu organisieren. Und interessant ist auch, wie er in seiner Autobiografie dann eigentlich diesen Blick auf das dunkle Afrika umkehrt. Also ich lese einmal den zweiten Satz hier vor. Dritten Satz. Perhaps another person would have hesitated to penetrate so deep into the heart of Europe unaccompanied, but for me I left my fears behind in Africa. It was on September 29, 1927, when I reached Innsbruck, the first town in Austria. Und er zeigt sich auf den weiteren Seiten eigentlich sehr positiv gestimmt über seine Österreich-Reise und schreibt, dass eigentlich seine Vorträge sehr gut angenommen wurden. Damit zum zweiten Themenbereich Österreichs Entdeckung der Dritten Welt. Das ist wahrscheinlich der Bereich, der am besten aufgearbeitet ist. Gerade dieses Buch von Gerald Hödel von 2004 würde ich nach wie vor als das Standardwerk für dieses Forschungsfeld ansehen. Und bei ihm geht es also vor allem um politische Diskurse.
Und eine Sache, die also deutlich wird, ist, dass es so eine Art Autoviktimisierungsdiskurs gibt, also Österreich als Opfer. Aber das Interessante auch mit Bezug auf eine koloniale Terminologie. Und da sehen Sie links vom Cover von Gerald Hödel den Anfang von einem auch sehr wichtigen Aufsatz von Bertolt Molden, also wie ich finde auch sehr gelungen. Und dort gibt es ein Zitat von Ernst Korev: Der Österreicher hat es nicht verdient und verdient es auch weiterhin nicht, zum Kolonialdasein erniedrigt zu werden. Dort wird also auch über Parteigrenzen hinweg, über das politische Spektrum hinweg dann die Besetzung durch die Alliierten als Kolonialismus dargestellt. Die Österreicher werden als kolonisiert dargestellt. Und ja, was damit aber nicht verbunden ist, wäre dann eine Solidarisierung auch mit anderen kolonisierten Gesellschaften, sondern es geht in erster Linie darum, eben diesen österreichischen Opferstatus darzustellen. Gleichzeitig kommt dann auch vor allem mit dem Staatsvertrag 1955 und dann dem Versuch, außenpolitische Kontakte zu knüpfen, neue Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, wird dann auch dieser Mythos der kolonialen Unbeflecktheit ganz klar kultiviert. Und ja, Kreisky wie auch andere dann in den späteren Jahren stellen also Österreich immer als ein Land dar, das also nichts mit dem Kolonialismus zu tun gehabt hätte, auch um sich dann von Frankreich oder Großbritannien abzugrenzen und ja, sich sozusagen als harmloser Kleinstaat darzustellen, wo also keine Einflussnahme, keinerlei bösen Intentionen dann gefürchtet werden müssten. Gleichzeitig innerhalb Österreichs im Parlament, Sie sehen rechts unten zwei Zitate, wird auch deutlich, dass der Dekolonisierungsprozess mitunter als Bedrohung gesehen wurde. Es gibt auch ein gewisses Spektrum, auch klare Sympathien, aber eben auch aus dieser Perspektive des sich bedroht fühlens auch ganz klare Belege dafür. Also etwa zwei Abgeordnete in den Jahren 1957 und 63, die dann die UN als antieuropäische Institution beschreiben oder erschüttert sind als Europäer, dass in dieser Organisation die weiße Rasse nur mehr in einem sehr geringen Maße vertreten war. Wo es also darum geht, dass ja die durch die Unabhängigkeit von zunehmend mehr Ländern in Asien und Afrika, also die Mitgliederstruktur in der UN sich geändert hat. Deutlich wird auch im Buch von Hödel, dass sich also ganz klar österreichische Akteure immer im kapitalistischen Weltsystem verorten. Also Antikommunismus ist ein absoluter Grundmotiv zu der Zeit. Und ein weiterer Aspekt, der wichtig ist für Österreich in dieser Beziehung, dann zu dem, was also damals als Dritte Welt bezeichnet wurde, ist, dass ja, die Entwicklungspolitik so ein fixes Instrument wird für die Gestaltung dieser Beziehungen und dass sich hier in Österreich gerade die Kirchen als sehr einflussreich zeigen und auch sich oft dann Kontinuitäten von Missionstätigkeiten hin zu Entwicklungshilfe aufzeigen lassen. Also vielerorts war also die Mission zuerst da und später erst sind dann staatliche Akteure dazugekommen und eine weitere Rolle haben auch die Gewerkschaften gespielt. Zu denen komme ich gleich. Hier kurz noch ein paar Hinweise zum Feld eben Entwicklungspolitik, aktuell laufende Forschungen und Ressourcen. Ich werde jetzt hier aber gleich weiterklicken. Zu diesem Beispiel der Gewerkschaften, wie schon bei Kadalie 1927, sind auch dann in den 50er, 60er Jahren Gewerkschaften wichtige Akteure, um eben neue kontinentüberspannende Verbindungen herzustellen. Und auch hier, denke ich, gibt es ein Forschungsdesiderat, wieder festzustellen, wie diese Verbindungen dann eigentlich beschaffen waren, inwiefern die hier vielleicht auch zurückgingen auf die Zwischenkriegszeit oder tatsächlich neu waren. Und wir sehen hier zwei politisch unterschiedlich ausgerichtete Events eigentlich auf der linken Seite, ein Plakat und eine Aufnahme dann von der Konferenz selbst zum dritten Weltgewerkschaftskongress in Wien, der größtenteils organisiert wurde vom ostdeutschen FDGB. Sie sehen da oben links das Logo, also ganz klar prokommunistisch. Und das ist, würde ich jetzt vermuten, von der Anzahl der teilnehmenden
Länder, dass das internationalste Event eigentlich der Nachkriegszeit in Österreich bis zu diesem Punkt. Also dort haben dann Personen aus, ich glaube, um die 80 Länder teilgenommen. Also es war wirklich unheimlich breit aufgestellt. Gleichzeitig haben sich dann auch andere Gewerkschaften, also antikommunistische, sprich sozialdemokratische Akteure, Gewerkschaften, auch zunehmend internationalisiert, Formen von Bildungsarbeit etc. institutionalisiert. Und da sehen Sie ein Bild von einem internationalen Gewerkschaftsseminar in Wien-Neuwaldeck, das also dokumentiert ist in einem Tätigkeitsbericht des ÖGB von 1963. Und das war eigentlich eine, wie mir scheint, gab es sehr viele Aktivitäten in den 60er Jahren und danach hat es dann wieder abgenommen. Das müsste man dann noch weiter konsolidieren in Forschungen. Aber diese Beziehungen waren also zu dieser Zeit recht rege und es gibt dann auch, ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich also den Stadtteil Hungerburg von hier aus auch dort. Auf der Hungerburg gab es also solche internationalen Gewerkschaftsseminare oder Schulungsprogramme dann für afrikanische Lehrlinge oder Gewerkschafter. Das heißt, es ist also wirklich auch nicht nur in Wien gewesen, sondern auch in anderen Teilen Österreichs, wo sich das nachvollziehen lässt. Und damit komme ich zum dritten von vier Themen, Entwicklung und Export. Also wie gerade schon erwähnt, Entwicklungspolitik wird so ein wichtiger Beziehungsmodus und diese Entwicklungspolitik ist aber häufig auch verquickt mit der Außenwirtschaftspolitik, mit dem Erschließen von Rohstoffquellen einerseits und Absatzmärkten. Andererseits, auf politischer Ebene hat sich Österreich durchaus auch bei UN-Abstimmungen eigentlich häufig dann auch auf Seiten auf der antikolonialen Seite positioniert, auf der Seite, die Kritik geübt hat dann an weißen Minderheitsregimen in Südafrika oder Rhodesien etwa. Aber gleichzeitig lässt sich auch konstatieren, dass dann Wirtschaftsbeziehungen weitergeführt wurden. Und gerade in den 1980er Jahren gibt es da eine florierende aktivistische Literatur auch, also häufig WissenschaftlerInnen, die also auch sich dann politisch engagiert haben, die also dann aufzeigen, in welcher Art und Weise die Entwicklungspolitik jetzt mit einer eigennützigen Handelspolitik zusammenhängt, etwa das Buch Geschäfte mit der Entwicklung, inwiefern eben österreichische Beziehungen mit dem Apartheid-Regime bestanden. Das ist dann die Apartheid-Connection, was Sie dort sehen. Oder auch ein Buch von Peter Pilz, der bis heute heute auch als Name nach wie vor bekannt ist, die Panzermacher. Und aus diesem Buch stammt also ein Zitat, das mich beim ersten Mal, als ich es gelesen habe, sehr überrascht hat. Es gibt wahrscheinlich unter den industrialisierten Ländern kein zweites, dessen Rüstungsindustrie in einem derart hohen Ausmaß auf die dritte Welt ausgerichtet ist wie in Österreich. Rund 81% der Länder, an die österreichische Waffen, an die Österreich Waffen gehören der dritten Welt an. Und tatsächlich haben also gerade diese Handelsbeziehungen da noch eine große Rolle gespielt, um eben Arbeitsplätze zu erhalten in diesem Zweig der Industrie, weil diese Industrie eigentlich auch schon nicht mehr ganz up-to-date war und für österreichische Waffen sonst noch kein Markt zu finden war, jetzt in anderen westlichen Ländern etwa, sodass Österreich dann gerade an die Staaten geliefert hat, die sonst unter Embargos eigentlich keine Waffen mehr hätten bekommen dürfen. Dementsprechend gab es das auch gerade daran Kritik aus aktivistischen Kreisen. Und damit komme ich dann zum letzten thematischen Punkt. Das müsste 3.4 sein statt 3.5. Nur ganz kurz der Hinweis auf verschiedene Solidaritätsbewegungen, die es gab. Was die vereint ist, dass sie jetzt numerisch eigentlich nicht allzu groß waren. Es handelt sich also von der Größe her um überschaubare Gruppen. Aber es beginnt schon eben mit dem Algerienkrieg, dass sich dort gerade in der Jugendorganisation der SPÖ, der SJ, dort also Personen finden, die engagiert sind dann im Algerienkrieg, also zwischen Algerien und Frankreich, etwas später dann auch im Vietnamkrieg. Und relativ spät im internationalen Vergleich gründet sich auch in Österreich eine Anti-Apartheid-Bewegung, die auch von der Größe her überschaubar ist, aber doch eine
große Wirkung entfalten kann, zum Beispiel auch mit Posterkampagnen, mit Boykottkampagnen, Wirtschaftsboykott, der Boykott von auch Orangen, und rechts auf dem Plakat sehen Sie das also dargestellt, kauf keine Früchte aus Südafrika, und das ja in Gesprächen mit Personen, die also in den 80er Jahren an Gymnasien einfach in dieser Zeit am Gymnasium waren, zum Beispiel, habe ich immer wieder gehört, dass also das sehr viel thematisiert wurde etwa. Ja, also da hat die Bewegung durchaus Akzente setzen können, die weit über die Mitglieder hinausgegangen sind. Und auch in den 80er Jahren und schon vorher in den 70ern auch Solidaritätsbewegungen mit Chile und Nicaragua etwa, die sich dann auch zum Teil dadurch erklären lassen, dass also ja, sozialistische Projekte jetzt einerseits im Ostblock und andererseits auch in den westlichen Industriegesellschaften also als ja, Sackgassen galten und dann dort neue Aufbruchsstimmung eigentlich aufkam, in Nicaragua zum Beispiel mit den Sandinisten, dass dort also eine Art neuer sozialistischer Weg auch gesehen wurde und dann auch eigene Hoffnungen dort hinein projiziert wurden. Andererseits denke ich, wäre es auch gut, stärker zu schauen, wie sich also ja, auf was für Widerstand diese Bewegungen auch gestoßen sind, wie die aufgenommen wurden, auch im größeren Teil der Gesellschaft und wie es also etwas wie Antisolidarität auch gab, die dann auch mit einer Diskriminierung nach innen hin verknüpft war. Und da gibt es also ein Beispiel aus der Tiroler Tageszeitung von 1983, wo also die Anti-Apartheid-Bewegung denunziert wird als europäische Gleichheitsfanatiker. Dann auch die Verbindung hergestellt wird, ja, eben zwischen Forderungen gegenüber Südafrika einerseits und dann der Abwirkung, der Abwertung der türkischstämmigen Bevölkerung in Österreich andererseits. Und damit würde ich dann zum Schluss kommen. Also ich denke, es gibt ein sehr, sehr reiches Archiv in Österreich für diese Fragestellungen eigentlich in Bezug auf Kolonialismus, Dekolonisierung. Da gibt es sehr, sehr viel zu holen, sowohl in Bezug auf Schriftmaterial als auch auf Oral History mit Blick auf Publikationen etc. Da bietet sich auch noch sehr, sehr viel an für zukünftige Forschungen. Und was dieser Blick jetzt leisten kann, ist also eine Neuverortung Österreichs jetzt stärker im globalen Rahmen eben und auch zu neuen Deutungsweisen dann von österreichischen Positionen, Akteuren und das sowohl nach 1918 wie auch vor 1918. Was ich auch konstatieren würde, ist ein gewisser Mangel an nicht österreichischen Perspektiven, sprich Blicke von außen auf Österreich und auch Stimmen von minorisierten Gruppen von innerhalb Österreichs. Die kommen also relativ selten zur Sprache, auch im Vergleich zu den anderen. Auffällig ist auch, dass also sehr, sehr viele Arbeiten sich auseinandersetzen mit Repräsentationen, Repräsentationsformen, Diskursen und ja, zum Beispiel diese aktivistische Literatur mit Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen etwa, dass sich das noch nicht niedergeschlagen hat, jetzt an auch einer zeithistorischen Forschung mit Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen etwa. Außerdem scheint es mir auch spannend, weiter zu denken, wie jetzt auch spezifische Regionen, Lokalitäten in Österreich jenseits von Wien sich verorten ließen in diesen breiteren Bezügen und ja, wie man dann auch diese Geschichte der Habsburger Monarchie zusammendenken kann, eben mit Überseebeziehungen in Bezug auf die verschiedenen Themen, die ich genannt habe. Ja. Und der letzte Punkt ganz unten ist nur nochmal der Hinweis darauf, dass dieser Text 2019 im Wesentlichen entstanden ist, mit minimalen Updates noch. Ich glaube, das letzte habe ich dann ja, Ende 2019, Anfang 2020 gemacht. Und seitdem hat sich einfach sehr, sehr viel getan, auch im Diskurs, was sich dort einfach nicht abbildet. Ja. Und das ja, einerseits die Black Lives Matter Bewegung, die dann auch in Österreich sich formiert hat, stärker jetzt mittlerweile auch eine Etablierung des Black History Month in manchen Institutionen über aktivistische Kreise hinaus. Die Debatte zur Biermarke Mohrenbräu und das Logo, die Frage der Restitution von Raubgütern in Museen, am Beispiel von Oskar Bauer bin ich kurz darauf eingegangen. Und auch eine Debatte, die jetzt in Österreich nicht so stark geführt wurde, aber im deutschen Feuilleton zum Verhältnis von Holocaust einerseits und Kolonialverbrechen andererseits und wie sich das eben in der Erinnerungskultur abbildet und ja, inwiefern also dort Erinnerungen nebeneinander stehen, miteinander verflochten werden sollen, inwiefern auch Gewaltgeschichte jetzt
globaler gedacht werden soll und was dabei aber Probleme sind. Und damit bin ich am Ende des Vortrages. Ich bedanke mich nochmal für die Gelegenheit, die ich hier bekommen habe, den Text vorzustellen und freue mich jetzt auf die Diskussion. Eric Burton, vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid, etwas leid zu unterbrechen oder es tut mir sogar sehr leid zu unterbrechen. Man könnte noch ewig zuhören, aber es gibt tatsächlich schon eine Reihe von Fragen und zwar nicht nur von mir, sondern eben auch im Chat. Ich fordere Sie damit hier auch auf, im Chat bitte Fragen zu stellen oder auf YouTube. Wir kontrollieren beides. Eric, eine erste Frage. Wie bewerten Sie das gesellschaftliche Bewusstsein über die koloniale Vergangenheit Österreichs? Also was ist gesellschaftlich, sozialgesellschaftlich vorhanden? Ist das präsent? Falls nicht, welche Maßnahmen bräuchte es, um das zu ändern? Ich denke beispielsweise an eine umfangreichere Thematisierung im genannten Heilige Ö. Und ich schließe eine Frage von mir dabei an, eben jetzt am Ende hast du das eh auch angesprochen. Welche Rolle spielt hier diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kunst, Aktivismus oder auch vielleicht die Public History, um jetzt mal bei einem zeithistorischen Schlagwort zu bleiben? Ja, danke für die Frage. In dem Beitrag beginne ich eigentlich mit so einem Blick ein bisschen auf genau diese Leerstelle. Also in dem Beitrag beginne ich mit der Forderung des FPÖ-Wehrsprechers damals Bösch, wie er so gefordert hat, man soll jetzt in Nordafrika Territorien in Besitz nehmen, um dort dann die Flüchtlinge abzuschieben quasi. Und dann gab es Kritik an diesem Vorschlag von verschiedenen politischen Seiten und dort wurde also gesagt, dieser Vorschlag sei ja eben kolonial eigentlich, einem Kolonialismus quasi gleichzustellen sein. Aber was da nicht erwähnt wurde in den medialen Diskussionen, auch in der Kritik, ist eben, inwiefern es auch eine österreichische koloniale Vergangenheit gibt. Es wurde also nur allgemein von Österreich, von Kolonialismus gesprochen. Und mir scheint, dass es also ja im breiteren Bewusstsein eine sehr geringe Rolle spielt bisher und dass eben gerade die Black Lives Matter-Bewegung jetzt versuchen, das stärker ins Bewusstsein zu bringen auch, oder auch diese Literaturströmung, die ich da genannt habe, die also stärker versucht, das auch über Ausstellungen zu machen. Aber das ist ja tatsächlich, also zum Beispiel in Schulen, in Lehrplänen etc. ja noch meines Wissens kaum eine Rolle bis gar keine Rolle spielt. Ja. Und in manchen Institutionen ist es nun also durchaus schon sichtbar. Im Weltmuseum etwa wird thematisiert, das Ganze. Im Haus der Geschichte Österreichs, das ist eine Weile her, dass ich da war das letzte Mal, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Also es gab durchaus was zu Rassismus, aber jetzt eben zur Kolonialgeschichte in diesem breiteren Verständnis auch gerade, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da was gesehen hätte. Und ich glaube, es bräuchte eben wirklich eine sehr, sehr breite Thematisierung des Ganzen. Und ich finde es also sehr toll, dass es mittlerweile Versuche gibt, das zum Beispiel auch über diesen Black History Month, was eigentlich aus den USA kommt, als Idee, das stärker zu machen. Gleichzeitig würde ich aber auch sehr begrüßen, wenn das eben ja auch artikuliert werden kann, dann mit eben dieser Geschichte der Habsburger Monarchie auch und einem Verständnis dafür, wie sich das dann erweitern ließe. Ja. Also da nicht so separate diskursive Sphären zu schaffen, sondern durchaus versuchen, da auf Synergieeffekte auch zu setzen und eben da wirklich in Dialog zu kommen. Und also ich versuche das in der Lehre zum Beispiel auch stark zu thematisieren. Das stößt auf jeden Fall auf sehr viel Interesse bei den Studierenden, kommt mir vor. Also es gibt da im Moment schon, glaube ich, eine gute Gelegenheit, auch da bei Institutionen auch in Kontakt zu treten. Also auch wenn ich jetzt mit Archivaren in Innsbruck rede oder auch Organisationen, da gibt es auch viel Interesse daran, eigentlich die eigene Geschichte aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten mit Bezug auf Vision, Zivilisierungsgedanken etc., Bildersprache und so weiter. lots to do. Und Einknüpfungspunkte sind auf jeden Fall da. Ja. Ihr könnt gleich 5 Fragen stellen, aber ich gehe in unserem Fragepool weiter. Ist unsere Gesellschaft nach wie vor in einer kolonialen Denkweise verfangen, wenn wir als Westen den globalen Süden, dessen Politik, Wirtschaft, gesellschaftliche Ordnung und so weiter diktieren wollen? Also hängt eigentlich an das vorhergehende Thema an. Ja, denn die anderen Fragen passen nicht direkt. Ja, also ich glaube, so koloniale Denkweisen sind nach wie vor
omnipräsent in den Diskursen. Also gerade wenn es um Themen wie Flucht, Geflüchtete geht etwa oder eben auch Politik in verschiedenen Ländern, lässt sich das also sehr oft konstatieren, dass einfach die Urteile schon häufig da sind, dass der genaue Blick fehlt, dass überhaupt nicht differenziert wird. Ja. Und es ist eigentlich auch immer wieder erstaunlich, wie viele Argumente immer wieder auftreten. Ja, also für mich ist es immer wieder frappierend eigentlich, wenn ich bei Zeitungen online schaue, dann in den Kommentarspalten, wie eigentlich, wenn es um was ganz anderes geht, kommen trotzdem immer wieder dieselben Rassismen über Afrika, afrikanische Gesellschaften. Selbst wenn es irgendwie nur um einen Beitrag geht, um einen Musiker, der in Innsbruck auftritt und trotzdem kommen dann klassische Ideen von Überbevölkerung und was weiß ich alles. Ja. Also ich denke, sowohl in diesem kulturellen Archiv ist es noch ganz stark vorhanden. Und ich denke, es kann auch da sehr, sehr wichtig sein, dann eben aufzuzeigen, woher überhaupt diese Vorstellungen kommen. Ja. Also das ist gerade auch so ein Desiderat, denke ich, auch in der Zeitgeschichte, wirklich mal über Jahrzehnte hinweg aufzuzeigen, wie sich diese Diskurse verfestigen, wie es zum Teil auch Widerstand dagegen gibt, wie dieser Widerstand dann aber zu einem Backlash führt vielleicht oder eben ignoriert wird. Alles das scheint mir noch stark aufzuarbeiten zu sein. Also auch wieder hier dieser Gedanke, über diese Wien-Zentrierung stärker hinauszugehen, die Frage auch zu stellen, wie kann sich das auch in ländlichen Regionen durchsetzen, über, weiß ich nicht, Missionspublikationen, auch Völkerschauen, die ja auch nicht nur in Wien stattgefunden haben, sondern auch in ländlichen Räumen da waren und ganz viele andere Formen auch von Populärkultur eigentlich. Ja. Weil irgendwo müssen diese Vorstellungen herkommen. Also viele Leute, die sozusagen dann auch sagen, sie haben noch nie Kontakt gehabt mit jemandem aus Burkina Faso oder Japan, haben trotzdem schon fixe Vorstellungen im Kopf und wissen schon, wie sie diese Leute einzuordnen haben und zu bewerten haben. Und das kommt nicht von ungefähr. Und ist ganz schwer zu durchbrechen, wie wir wissen, auch bei aller Aufklärung. Es ist wirklich schwierig. Eine weitere Frage war, hat die koloniale Vergangenheit heute Einfluss auf die politischen Beziehungen zwischen Österreich und beispielsweise Bosnien? Ja, da bin ich leider wirklich die falsche Ansprechperson, weil das, also eben meine regionale Expertise bezieht sich überhaupt nicht auf Bosnien-Herzegowina. Zu den bilateralen Beziehungen aktuell, zu politischen Beziehungen, kann ich da leider jetzt wirklich gar nichts Fundiertes sagen. Also das wäre jetzt wirklich von mir. Darf ich Ihnen da vielleicht empfehlen, den Vortrag von letzter Woche, vor zwei Wochen war Liliana Radonitsch bei uns und die hat auch schon eben in ihrem Themenbereich, sie untersucht ja, Museen, jüdische Museen in Osteuropa, kommt aus diesem Gebiet und hat auch schon ein bisschen dieses Thema zumindest aufgegriffen, vielleicht nicht so ganz stark auf postkoloniale Theorien oder Themen und Fragen zentriert, aber ich glaube, da könnte man einige Antworten dazu finden. Ja. Wenn es noch Fragen gibt, ich habe natürlich eine ganze Reihe, sonst würde ich ganz gerne in der Zwischenzeit eine einwerfen. Erik, grundsätzlich natürlich danke und sehr spannend dieser Einstieg auch mit dem Plakat hier oder mit dem Thema Osttirol. Natürlich, wir haben in den letzten Wochen häufig auch gesprochen über das Thema. Vielleicht, was dazu passen würde, ist von Kadali hier natürlich dieses Bild von Innsbruck oder vom Zentrum Europas, der Schlüferer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, würde als Lokalkolorit genau dieses Bild zeichnen. Da möchte ich eigentlich nicht unbedingt hin. Was ich mich aber schon frage, diese Verflechtungen, jetzt egal, ob das jetzt Zentrum, Peripherie oder ob das auch eine Verflechtungsgeschichte über die neu gegründete Grenze 1918 hinaus, also Südtirol, Osttirol, vielleicht auch Slowenien, also generell diese Grenzen. Kann man das machen, ohne dass man hier eine Aneignung von Theorien, von Herangehensweisen wiederum macht, also eine Aneignung dieser postkolonialen Theorien ohne dass man das macht und damit wiederum eine Marginalisierung der bisher marginalisierten Gruppen betreibt. Sprich, jetzt übernehmen wir hier diese neuen Theorien und du hast es selbst gesagt und wir sehen das ja auch, es wird in vielen Kontexten aufgegriffen, marginalisiert es jetzt beispielsweise wieder die Black Lives oder
alle, die damit zusammenhängen. Also das ist eine Frage, die natürlich viel dann auch wieder mit den Machtbeziehungen im Wissenschaftsbetrieb zu tun hat, im Diskurs und dann auch in Nord-Süd-Beziehungen. Ja, also wenn ich jetzt nochmal im Forschungsdiskurs bleibe, eben die Frage, wenn jetzt jemand in Tansania zum Beispiel eine Forschungsarbeit schreibt, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die jetzt in Österreich jemand rezipieren würde, so, selbst wenn es konkret um Österreich ginge, ja, inwiefern wäre das überhaupt sichtbar, wenn es auch um koloniale Beziehungen geht etwa. Also ich glaube, es gibt generell schon mal im Wissenschaftsbetrieb natürlich sehr, sehr starke Hierarchien und die abzubauen, dagegen zu arbeiten mit neuen Kooperationsformen auch ist eminent wichtig, aber natürlich auch sehr, sehr schwierig, ja, also weil wir eben in einer ganz klaren, doch rassistisch strukturierten Gesellschaft auch leben und einfach schon diese Frage von, weiß nicht, von Visa, Konferenzteilnahme etc. Es hat sich jetzt, natürlich gibt es gewisse Möglichkeiten, auch online dagegen zu wirken, aber einfach schon mal sowas umzusetzen, auch dann Forschungsmittel zu bekommen für Forschungskooperationen. Alles das sind also eine Reihe von praktischen Problemen, auch die sich dann wirklich stellen, ja, wie dann überhaupt gegengearbeitet werden kann. Und ich denke auf jeden Fall, dass diese Gefahr besteht, so eine Aneignung von Theorien und eine Entpolitisierung der Theorien. Und da muss ich auch jetzt eben auf jeden Fall auch sagen, dass ich jetzt auch eben mit dem, was ich dann postkolonialistische Theorien auch nennen würde, also wirklich in Bezug auf so einen spezifischen Theoriekorpus, dass ich mit denen ja eigentlich auch nicht so viel selbst arbeite. Ja, es gibt natürlich auch eine große Vielfalt bei diesen Theorien, was man schon übersehen wird, wenn man sagt, die postkoloniale Perspektive. Ja, und eigentlich arbeiten ja auch viele von diesen Theorien gegen das, was dann landläufig so darunter verstanden wird. Also es geht eben nicht darum, wieder eigentlich so eine koloniales Opfer und Kolonialität der Dichotomie quasi weiter zu stabilisieren, sondern eben ja auch die vielfältigen Machtmechanismen dort aufzuzeigen und auch zu durchbrechen, irgendwie auch in der eigenen Arbeit, gerade durch die empirische Arbeit, auch ohne dann dadurch aber natürlich diese Gewalt auch zu vernachlässigen. Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die man länger diskutieren muss. Ja, und was ich schon sehe, ist, dass es bei vielen Institutionen mittlerweile so eine schon dieses Bewusstsein gibt. Es geht also nicht mehr, dass wir einfach jetzt hier vier etablierte Professoren aus der Mehrheitsgesellschaft quasi hinsetzen, die dann darüber über diese Themen reden, sondern auch versuchen, eben diverse abzubilden, wer darüber spricht, das aufzubrechen, inklusiver zu machen. Aber das steckt noch absolut in den Anfängen. Ja, aber zumindest von der Tendenz her, denke ich, gibt's da positive Tendenzen. Hierarchien begleiten uns natürlich immer, gell? Aber deswegen auch vielleicht die nächste Frage, die sehr gut dazu passt. Kann man auch die Geschichte der Kärntner SlowenInnen mit dem Blick einer Kolonialgeschichte betrachten? Eine jüngere Kolonie Österreichs im Süden des Landes. Ja, da würde ich einfach auf das nochmal zurückkommen, was ich eben versucht habe darzustellen bei der einen Folie mit dem Blick auf diese zweite Strömung. Also ich denke, dass durchaus so eine Deutung von diesen Beziehungen durch den Kolonialbegriff halt neue Erkenntnisse anstoßen kann. Aber es wäre, glaube ich, eben problematisch, wenn dann plötzlich alles nur noch als kolonial gedacht wird. Also es gibt ja auch durchaus Ansätze jetzt aus der feministischen Richtung von Susanne Mies, wenn ich mich recht erinnere, wo dann auch Geschlechterbeziehungen als kolonial gedacht werden zum Beispiel. Ja, und eben dann auch die, also und genau unter diesem Begriff firmieren. Und da finde ich schon, sollte man sich jetzt im wissenschaftlichen Bereich auf jeden Fall überlegen, was bringt es dann eigentlich, diesen Begriff immer weiter auch auszudehnen, auf immer noch mehr Beziehungen und immer weitere Verhältnisse. Und gleich, der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist eben zu betrachten, dass es eine Vielfalt von imperialen Herrschaftskonfigurationen gibt und dort dann auch die Erfahrungen sehr unterschiedlich sind und eben diese Mittel der Gewaltanwendung auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, das ist also nicht zu so einer Nivellierung von verschiedenen Erfahrungen kommen darf.
bei dem Ganzen. Also auch wieder dieser Anspruch von damals, also von vor zwei Wochen, von Heidi Marie Uhl und Willi Radonitsch, vergleichen heißt nicht gleich machen. Absolut, ja. Genau das. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich also diese Minderheitengeschichte in dem Blick der postkolonialistischen Theorien oder was auch immer man das will, zu nehmen, also hier auch Herrschaftsverhältnisse anzuschauen, natürlich diese Identifikation durch das andere, das ist, finde ich, schon noch auch weitgehend untererforscht und könnte weit führen. Ja. Es gibt noch eine Frage, wie bedenklich ist zum Beispiel die Verwendung der deutschen Namen vieler tschechischer, slowakischer und so weiter Städte vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte? Wie bedenklich ist sozusagen die Verwendung der deutschen Namen, tschechisch, slowakisch, aber auch jetzt natürlich ukrainischer Städte, Lemberg, wenn wir das Stelle von Lviv nehmen, vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte? Ja, das ist natürlich eine wichtige symbolpolitische Frage, die, glaube ich, auch wieder regional ganz unterschiedlich beantwortet werden muss. Also auch da bin ich wieder für die Region, die jetzt da spezifisch erwähnt wird in der Frage, jetzt nicht der Experte für die Diskurse, die es dazu schon gab und nach wie vor gibt. Aber ich denke, da ist es auch wiederum wichtig, eben die Sensibilität zu haben für Interessen auf verschiedenen Seiten und dann gerade auch für die minorisierten Gruppen. Also eben, wenn ich jetzt dann denke, dann Forschung zu machen zu Kärnten, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, das zumindest immer mitzuerwähnen, ja, und nicht immer nur dann den deutschen Namen dort stehen zu haben, weil es eben zu einer Reproduktion dieser Unsichtbarkeit beiträgt wiederum und dann das Problem ja fortschreibt. Ja. Also dort eine Sensibilität zu entwickeln, finde ich auf jeden Fall enorm wichtig. Andererseits würde ich auch sagen, dabei darf es nicht bleiben, ja, weil das sind dann häufig symbolpolitische Schritte und mir kommt es manchmal vor, dass in dem Diskurs dann eben materielle Beziehungen, andere Formen von Exklusion damit unterbelichtet bleiben, wenn es halt viel um Namen geht, um Wörter, um Bezeichnungen. Und das ist auch mein Gefühl ein bisschen bei diesen Diskussionen um Museen. Auch da könnte man eigentlich viel anschließen wieder mit Migrationspolitik, mit der Frage der europäischen Außengrenzen, mit Pushback-Aktionen von Frontex. Also die österreichische Regierung hatte sozusagen dieses Bekenntnis, wir kümmern uns um diese Fragen. Wir haben eine Sensibilität jetzt für koloniales Raubgut, auch in den eigenen Museen, wollen diese Geschichte aufarbeiten, aber gleichzeitig in aktueller Politik zeigt sich wieder, wie dort rassistisch grundierte Einstellungen fatale Auswirkungen nach wie vor haben für Menschen. Derzeit sind keine weiteren Fragen in den Chats. Dann nutze ich meine Stellung hier aus, um eine Schlussfrage zu stellen. Ich denke, es ist jetzt schon sehr klar geworden, dass man hier sehr viel, wie soll ich sagen, traditionelle Geschichtswissenschaft mitbringen muss, um dann tatsächlich auf solche komplexe, weiterführende Diskurse eingehen zu können. Und etwas fiel mir vor allem bei dieser Vielschichtigkeit von Baumann auch auf. Natürlich immer eigentlich eine klassische aber schon eine auch häufiger diskutierte Frage hier. Er war Jude, ja. Das heißt hier, das führt ja eigentlich die Rassentheorien der NS-Verwaltungsapparates ad absurdum, dass man diesen Menschen hier sozusagen auch noch verfolgt, obwohl er eigentlich ein guter Kolonialist war. Ich weiß nicht, wie sehr du auf diese Themen grundsätzlich eingehst, aber wie eng sind die Verbindungen zwischen der NS-Rassenideologie, also eine klassische Frage, und diesen kolonialen Ansätzen? Das heißt, wo stammen oder findet man viele Ansätze der NS-Zeit in der Kolonialherrschaft europäischer Staaten? Rasse als grundsätzliche Frage, gell? Einfach. Zuerst nochmal zu Baumann selber, der ist ja dann auch tatsächlich ein Kritiker gewesen von der deutschen Kolonialpolitik zum Teil. Ja, also das erklärt auch ein bisschen dann wahrscheinlich, warum er dann nicht dann noch weiter kultiviert wurde als Kolonialpionier und jemand, der in guten Diensten des deutschen Kolonialismus war. Er hat sich dann zum Teil also abgegrenzt und das macht auch wieder so seine Vielschichtigkeit ein bisschen aus. Dieses einerseits daran mitwirken,
bei dem ganzen Prozess auch der Besitznahme, andererseits sich dann aber auch wieder davon abgrenzen. Und es finden sich auch in seinen Publikationen dann Verweise darauf, warum jetzt die Österreicher eigentlich besser geeignet werden als Kolonisatoren, ja, weil sie schon auch ja, quasi auf jeden Fall überlegene Menschen sind, aber etwas gemütlicher als jetzt die von weiter nördlich kommen und von daher auch den Verhältnis irgendwie besser angepasst werden. Also auch sehr interessante Versuche einer kolonialen Identitätsbildung eigentlich mit Bezug auf Österreich. Und zu dem Rassedenken würde ich sagen, dass es einfach sehr viel breiter in der Gesellschaft verankert ist, als jetzt auch nur eben in den Diskursen, die dann so in die NS-Zeit münden, dass es da ja auch eine unheimliche Vielfalt gibt von Rassen, Theorien, Rassenbegrifflichkeiten. Also eben auch in diesem Beispiel von Kotno Vokalägi, da kommt ja der Rassebegriff auch vor. Und der schillert bei ihm auch total in ganz vielen Bedeutungsformen, ja, von biologistisch über kulturalistisch hin noch zu anderen Aspekten. Und mir scheint schon, dass dieser nationalsozialistische Rassendiskurs dann mit seinem Antisemitismus eine Spezifik hat, die sich abhebt, einfach von kolonialzeitlichen Diskursen. Ja. Das Komplex ist natürlich, dass eben so zionistische Siedlungsprojekte ja selbst auch dann viel übernehmen von dieser kolonialen Schablone, Auswanderung, Immigration, irgendwo hingehen und andere Gebiete als komplett unbesiedelt und als ja, eben quasi warten nur darauf, in Besitz genommen zu werden, dass sie so gedeutet werden. Ja. Also auch da gibt es wieder sehr, sehr komplexe Verhältnisse dann, die zu betrachten sind. Das ist eben keine Schwarz-Weiß-Geschichte, eben nicht nur das eine oder das andere, sondern da braucht es viel Kontextarbeit, die, wie du schon sagst, dann auch mühsames und historisches Handwerkszeug erfordert und keine einfachen Aussagen dann auch am Ende bietet. Soll es vielleicht ja auch einmal nicht sein. Ja? Also diese zugespitzten Thesen verleiten ja auch meistens dann dazu, auch zu verflachen. Ja? Danke, Eric Burton. Mich hat eben vor allem, zu mir ist das Bild eben das klassische Bild, dieses Schienennetz der NS-Vernichtung Richtung Osten, das ist meines Erachtens schon sehr angelehnt an diese koloniale Praxis auch, eben irgendwo zu kolonisieren und dazu bauen wir eine Straße hin oder bauen wir ein Schienennetz hin. Ja? Gut, Eric, vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist längst um. Es gäbe sicher noch ganz, ganz viel zu diskutieren. Danke fürs Kommen, danke fürs Einspringen. Ich grüße auch alle in Linz und in Wien und natürlich auch hier in Innsbruck in Tirol. Wir beschließen für heute. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und wir haben nächste Woche wieder ein Themenfeld einzuleiten, ein weiteres Themenfeld sozusagen einzuleiten. Jetzt muss ich nur ganz kurz nachschauen, was das Thema nächste Woche ist. Einen Augenblick bitte. Nächste Woche haben wir Robert Groß, der hier bei uns sprechen wird, auch von der Universität Innsbruck und von der Universität für Bodenkultur in Wien. Dröhnende Ereignisse durch langsame Wandlung beharrlich wiederkehrender Dinge zum Verhältnis von Umwelt- und Zeitgeschichte in Österreich. Also ebenfalls ein sehr spannendes, sehr aktuelles Feld, das auch sehr viel Interesse zurzeit hervorruft und mitunter ja, die nächste große Krise, wenn man so will, mit anspricht. Die Moderation wird Oliver Radkolb übernehmen und damit verabschiede ich mich für heute. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend.